Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 17. Dezember 2021. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren News-Video hier auf meinem YouTube-Kanal Monimaus. Ja, heute ist der 17. Dezember und wahrscheinlich werden es die letzten News von diesem Jahr 2021. Und die nächsten News gehen dann, also das Programm läuft natürlich weiter im Jahr 2022, aber ich denke mal, das werden die letzten für dieses Jahr sein. Ich habe einige Neuigkeiten für euch querbeet. Ein paar kleinere, News zum 30. Geburtstag nächstes Jahr. Ja, ich würde sagen, wir legen los mit Neuigkeit Nummer 1. Die erste Neuigkeit dreht sich rund um den 30. Geburtstag des Disneyland Paris nächstes Jahr. Und zwar wurden einige Bilder zu Snacks und Merch veröffentlicht. Die zeige ich euch hier natürlich. Es gibt einen Rucksack, es gibt Ohren und wie gesagt Snacks. Ich finde tatsächlich, der Farbton oder das Konzept des Merches ähnelt sehr dem Konzept von Walt Disney World. Also dieses Holo, diese ganzen Farben ineinander gemischt, ja. Ähnelt schon sehr dem Walt Disney World Konzept. Vielleicht haben sie es ja zusammen ausgearbeitet, vielleicht ist das gerade Trend. Ja, also und der Rucksack tatsächlich, da musste ich an die Minnie Mouse Main Attraction Collection von Dezember denken damals. Hatten sie vielleicht ein paar übrig, haben sie umdesignt oder so, ich weiß nicht, aber das hat mich auch sehr an die Minnie Mouse Main Attraction Collection erinnert. Die Ohren sind ganz nett, den Rucksack werde ich auf jeden Fall nicht holen, weil ich mag keine Pailletten-Loungeflies, weil die Haare dann immer in den Pailletten hängen bleiben. Dann gibt es ja noch ein paar Ohren, welches bei Instagram zusammengestellt wurde sozusagen. Also Disneyland Paris hat jeden Tag eine Story hochgeladen. Und die Community durfte abstimmen, welche Farbe, welche Schleife, welches Muster auf den Ohren. Und es sind jetzt nicht meine Favoritenohren vom Farbkonzept. Ich hätte mir lieber blaue Ohren gewünscht, aber ja. Jetzt ist es das, was ihr hier seht. Ist halt so ein bisschen Retro-Style, aber was so ganz mit dem 30. Geburtstag auf sich hat. Also was damit zu tun hat. Ja, sei mal dahingestellt. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Ohren. Ich bin mal gespannt, wie sie dann in echt aussehen. Und dann gab es noch eine Abstimmung auf der Instagram-Seite der Jahreskarte. Also es gibt ja dieses, es gibt die Disneyland Paris Instagram-Seite und dann gibt es noch die Instagram-Seite für die Jahreskarten. Könnt ihr natürlich aber auch abonnieren, auch wenn ihr keine Jahreskarte habt. Und da war die Abstimmung, welches Eis es geben soll. Zum 30. Geburtstag. Es gab zwei verschiedene Sorten. Einmal irgendwas mit Lila und einmal mit Rot. Und dann hatten die verschiedene Sorten dann reingeschrieben. Was ich mich jetzt aber frage, ist, warum kann man nicht zwei Eissorten anbieten? Das wäre natürlich zu viel verlangt für Disneyland Paris. Zwei Eissorten, also zwei Maschinen, also eine Maschine, die zwei Eissorten herstellt, das ist unmöglich in Disneyland Paris. Wir müssen ja schon froh sein, wenn überhaupt eine Eismaschine funktioniert. Und das Eis überhaupt hergestellt werden kann. Ja, also wir kriegen nur ein Eis zum 30. Geburtstag, zwei. Too much. Aber ja, und so besonders ist es jetzt auch nicht. Es ist halt Soft-Eis, rosa gefärbt mit einem 30. Geburtstag Schoko-Coin. Ja, mehr ist es nicht. Ja, ihr habt ja das Bild gesehen. Ich habe jetzt mal geguckt. Also es ist Erdbeereis mit irgendwelchen violetten Sprinklern und Baiser obendrauf. Also wirklich nichts Weltbewegendes mit dem 30. Geburtstagslogo. Die zweite Neuigkeit handelt rund um den Gesundheitspass, den ihr braucht, um ins Disneyland Paris reinzukommen. Denn es gab auch ein Update dazu. Also der Gesundheitspass klingt immer so... Ihr braucht, keine Ahnung, 5000 Papierkram oder so. Nee, es ist eigentlich nur entweder die CovPass-App oder die TUS Anti-Covid-App, also die französische CovPass-App, die französische Variante, aber es reicht auch die deutsche Variante. Hauptsache, ihr habt einen QR-Code. Das ist das Wichtigste und das ist der gesamte Gesundheitspass. Aber da gab es tatsächlich jetzt ein Update. Ab 15. Januar, ich muss ein bisschen ablesen, ist sozusagen die Booster-Impfung Pflicht für Personen, deren Impfung über 7 Monate her ist. Das heißt, ja, wenn eure zweite Impfung über 7 Monate her ist, dann müsst ihr geboostert sein,
um nach Frankreich und auch ins Disneyland Paris zu kommen. Wenn ihr es nicht seid, geltet ihr als ungeimpfte Person. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ab 15. Januar gilt diese Regel. Und es gibt auch noch neue Regeln für Ungeimpfte. Wer ungeimpft ist, muss jetzt anstelle von 72, also vorher durfte man einen Test machen, der gilt dann 72 Stunden. Das haben sie jetzt runtergestuft auf 24 Stunden. Das gilt bereits schon ab dem 29. November. Also wenn ihr jetzt demnächst hinfahrt, gilt euer Antigen und auch der PCR-Test nur 24 Stunden, wenn ihr ungeimpft seid. Noch ein Nachtrag zu der Boosterimpfung für Personen ab 65 Jahren. Gilt mit dieser Booster-Regelung schon ab dem 15. Dezember, also jetzt seit kurzem. Und auch die Maskenpflicht wurde etwas verschärft. Bislang war es so, dass man ja die Maske im Village und auf den Hotelanlagen draußen die Maske abnehmen durfte. Das ist jetzt wieder zurückgenommen worden und jetzt muss man wieder überall die Maske tragen, auch im Village draußen und wenn man von Hotel zum Park läuft etc. Das wurde, wie gesagt, jetzt wieder verschärft. Die dritte Neuigkeit ist, es gibt sozusagen ein neues Bonfire-Feuerwerk im Januar. Und zwar am 14., am 17. und am 19. Januar findet Magic Over Disney in den Walt Disney Studios statt. Das ersetzt im Prinzip das Bonfire-Feuerwerk, was immer über dem Lake Disney stattfand. Ihr seht auch mal hier das Visual dazu. Ja. Ich werde nicht vor Ort sein im Januar, also ich plane im Januar überhaupt nicht nach Disneyland Paris zu fahren, denn ich fliege ja nach Orlando am 18. Januar, wenn alles gut läuft. Deswegen, ja, also wenn ihr zufällig am 14., 17. oder 19. Januar in den Walt Disney Studios seid, dann werdet ihr dort ein Feuerwerk Magic Over Disney sehen. Kommen wir zur nächsten Neuigkeit und haltet euch fest, es sind Neuigkeiten zum 30. Geburtstag. Zu den Shows, die dort stattfinden werden. Mickey and the Magician. Kennen wir schon. Ja, die packen die ganzen Klassiker, die ganzen alten Sachen aus der Fundgrube wieder raus. Mickey and the Magician kehrt zum 30. Geburtstag zurück. Ich liebe diese Show, gar keine Frage. Die Show ist wirklich wunderbar. Und wenn ihr natürlich nicht so die Gelegenheit habt, wie wir, so oft dahin zu fahren, und die Show vielleicht noch gar nicht kennt, dann ist es super. Also wirklich, wenn ihr da seid, schaut die Show Mickey and the Magician. Aber Disneyland Paris macht jetzt irgendwie zum 30. Geburtstag so die Resterampe. Also was jetzt gerade noch so da war, das machen wir einfach weiter. Illuminations bleibt zum 30. Geburtstag. Disney Stars on Parade fängt ja wieder im Januar an, bleibt auch über den 30. Geburtstag. Und jetzt Mickey and the Magician. Ja, das sind alles Shows, die jetzt seit einigen Jahren schon laufen und es gibt kein neues Feuerwerk, keine neue Parade, ja, keine neue Bühnenshow. Es wird irgendeine kleine Show am Schloss geben, aber ja. Daniel hat es ja schon erwähnt, also hat uns schon seinen Titel gesagt zum 30. Geburtstagsvideo, wenn er das macht, Mikrowellengerichte aus dem Disneyland Paris einfach wieder aufgewärmt. Ja, bleiben wir direkt bei Daniel, denn Daniel ist ja bei der Neujahrsparty dabei. Ich werde ja nicht da sein, also wenn ihr wissen wollt, wie so eine Neujahrsparty abläuft, was man alles erleben kann, wie es jetzt da natürlich ist mit Corona. Ich war ja vor ein paar Jahren auch da, aber jetzt kann es natürlich anders sein. Dann schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, Disney Parks and More. Habe ich hier mal rein und auch unten in der Infobox findet ihr seinen Link zu seinem YouTube-Kanal. Also wenn das euch interessiert, abonniert auf jeden Fall seinen Kanal. Ich denke mal, so am 1. Januar wird das Video dann zur Silvesterparty online kommen bei ihm. Er ist ja immer relativ schnell. Und da gibt es auch eine Neuigkeit, denn während der Silvesterparty wird es eine Encanto-Projektion auf dem Schloss geben. Ich bin sehr gespannt. Das hat auch Daniel tatsächlich prophezeit, dass irgendwas von Encanto auf dem Schloss projiziert wird. Er hatte gedacht, dass es vielleicht mit Illuminations integriert wird. Kann ja noch kommen. Aber es gibt jetzt eine Encanto-Projektion auf dem Schloss während der Silvesterparty im Disneyland Paris. Ihr merkt hier Neuigkeit, Schlag auf Schlag. Also es sind alles nur so kleine Neuigkeiten, aber schon einige haben sich angesammelt. Und die nächste Neuigkeit ist, dass man Iron Man auf dem Avengers Campus treffen kann. Der Avengers Campus, habe ich ja schon erwähnt, macht im Sommer 2022 auf. Und es ist bestätigt, dass Iron Man als Meet and Greet dort zu finden sein wird. Ich bin sehr gespannt. Iron Man ist tatsächlich auch einer meiner liebsten Marvel-Filme, neben Tron. Heißt er Tron? Ja, ich glaube schon.
egal. Ihr wisst, wen ich meine, den muskulösen, langhaarigen, blonden Typen. Genau. Also Iron Man beim Avengers Campus als Meet and Greet ab Sommer 2022. Und die nächste Neuigkeit, das Pride-Event kommt hoffentlich 2022 zurück. Also das Datum wurde jetzt bestätigt. Am 11. Juni 2022 findet das Pride-Event in den Walt Disney Studios statt. Es hätte ja dieses Jahr wurde es nicht angekündigt. Oder war es dieses Jahr? Also es war auf jeden Fall einmal angekündigt, aber dann kam das C. Und da hätte es tatsächlich im Disneyland Park stattfinden sollen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wegen den 30. Geburtstagfestlichkeiten wieder in die Walt Disney Studios packen. Also, oder vielleicht machen sie es noch im Disneyland Park. Aber jetzt ist es erstmal für die Walt Disney Studios angekündigt. Vielleicht ist da auch schon Avengers Campus auf. Wer weiß. Aber 11. Juni könnt ihr euch ja schon mal in den Kalender schreiben, wenn ihr daran Interesse habt. Ich war ja bei dem ersten Pride-Event da. Verlinke ich euch gerne bei dem IDAS-Video, wenn euch das interessiert, wie es da aussah. Vielleicht habt ihr Interesse daran. Also es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Und kann ich euch jedem ans Herz legen. So, und der Ticketvorverkauf beginnt Anfang nächsten Jahres. Und jetzt kommen wir zu der letzten Neuigkeit. Januar und Februar ist ja ein bisschen immer die Low Season im Disneyland Paris. Es sind weniger Besucher da. Es ist natürlich auch günstiger, was die Hotels angeht, obwohl ich für mein Geburtstagswochenende geguckt habe im Januar. Also 14. bis 16. Januar, also von Freitag bis Sonntag habe ich geguckt. Da waren die Preise ja wie im Juli dieses Jahr noch. Also das war überhaupt nicht Low Season für meinen Geschmack. Deswegen, Geburtstag wird jetzt bei mir zu Hause gefeiert. Aber deswegen bin ich auch im Januar nicht im Disneyland Paris. Also verstehe ich nicht, warum das so teuer war. Egal. Kommen wir zu der Low Season. Und da nutzt Disneyland Paris oft die Zeit, wenn nicht so viele Besucher im Park sind, um Attraktionen zu schließen, aufzupäppeln, vielleicht neuer Anstrich etc., Technikmarkt kontrollieren. Und auch zwei Shows machen Pause, und zwar Rhythm of the Pride Lands macht Pause zwischen dem 10. Januar und dem 22. Februar. Also wenn ihr in dem Zeitraum ins Disneyland fahrt, könnt ihr Rhythm of the Pride Lands leider nicht sehen. Und die Dream Factory macht auch Pause vom 10. Januar bis zum 18. Februar. Wir werden ja im Februar mal da sein, an einem Wochenende. Das heißt, die beiden Shows werden wir auf jeden Fall nicht sehen können. Aber es wird ein sehr entspanntes Wochenende, denke ich mal. Und es gibt auch noch ein paar Attraktionen, die während den Monaten, also im Januar, erstmal habe ich die Daten, die im Januar geschlossen sein werden. Und zwar Crush Coaster wird ab dem 3.1. bis zum Ende des Monats mindestens, also es ist ja immer nur monatsweise reingeschrieben, also bis mindestens Ende des Monats im Januar geschlossen sein. Also 3.1. bis mindestens Ende des Monats im Januar, vielleicht auch länger, schon im Februar. Aber das würde ich dann im nächsten News-Video noch erwähnen. Big Thunder Mountain, nur eine kleine Spanne, und zwar vom 10. bis zum 14. Januar. Pirates of the Caribbean ab dem 17. Januar bis wahrscheinlich Ende des Monats oder noch länger. Und Riverboat Landing ab dem 17. Januar bis mindestens Ende des Monats, vielleicht auch länger. Ja, und das waren schon alle Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Wie gesagt, waren jetzt nicht die mega krassen Neuigkeiten, ein paar Neuigkeiten zum 30. Geburtstag. Hier und da die neue Regelung. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr interessante Informationen. Kommentiert gerne unten, was für euch vielleicht betrifft, was euch am meisten freut, was euch gar nicht freut zum Beispiel. Also würde mich gerne interessieren unten in den Kommentaren. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns am Wochenende aus dem Disneyland wieder. Denn morgen ich bin morgen und übermorgen im Disneyland. Eigentlich mache ich das nach dem Auto, ja, nach dem Daumen nach oben eigentlich nichts mehr. Aber es ist mir gerade auch eingefallen, das wollte ich noch erwähnen. Also ich bin am Morgen und am Sonntag im Park. Morgen sind wir tatsächlich auf der Inside Ears Weihnachtsfeier. Wir wurden eingeladen von dem Inside Ears Team und das wird super spannend. Wir werden im Waltz Tea Time machen. Und ich war noch nie im Waltz. Und das hat ja auch eigentlich zu, also ich bin sehr gespannt. Und abends gibt es dann noch ein schönes Dinner und geht bis Mitternacht. Also schaltet auf jeden Fall ein, das Video kommt wahrscheinlich dann am Sonntag online. Und am Sonntag sind wir auch nochmal bis mittags im Park.
Und das Wetter soll tatsächlich endlich mal schön werden. Es ist der Wahnsinn, drei Kreuze auf dem Kalender, dass wir mal schönes Wetter haben werden. Ja, dann bin ich Montag wieder zu Hause und dann fahre ich Dienstag, Mittwoch nochmal ins Disneyland. Ja, ich weiß, ihr fragt euch, warum bleibt ihr nicht einfach da? Das Problem ist, ich fahre jetzt am Wochenende mit Brina und Daniel und am Dienstag, Mittwoch fahre ich mit Nina. Und wir fahren ja immer mit Fahrgemeinschaften. Das heißt, ich fahre nicht mit meinem Auto, ich fahre nach Trier und dann fahren wir zusammen weiter und auch zurück. Und mit Nina treffe ich mich woanders, um zusammen weiterzufahren. Bisschen kompliziert alles. Aber ja, ganz, ganz viel Disneyland Paris Content in den nächsten Tagen. Schaltet auf jeden Fall ein und jetzt ciao.